Jonas, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ist das heute das schönste Geburtstagsgeschenk, was die Mannschaft dir und du dir selbst auch machen konntest? Ja, sonst war nicht viel los. Wir waren ja nur den ganzen Tag im Hotel. Nee, ich habe mich riesig gefreut, dass ich den Geburtstag jetzt mit dem Sieg veredeln konnte und gesund geblieben bin und das Spiel spielen durfte. Also war ein runder Geburtstag. Lange nicht von Anfang an gespielt, heute gleich 90 Minuten durch mit einer Riesenleistung, genau wie die ganze Mannschaft. Was ist jetzt in dieser Woche passiert, nach dieser schlimmen Niederlage gegen Kaiserslautern, dass heute ein so toller Auftritt möglich war? Ja, ich glaube, wir haben vor allem in der ersten Halbzeit mutig gespielt, auch mit Ball. Ich denke, das ist auch wichtig, dass man den Kampf nicht vernachlässigt, aber auch versucht, Fußball zu spielen. Und ja, alle haben sich reingeworfen, jeder 100% gegeben. Keeper hat auch ein paar gehalten und der dann... Wenn wir zusammen Gas geben, dann sieht man ja, was da möglich ist. Jetzt sind wieder die Situationen da vor dem Tor, wo man dann so denkt, ach Mensch, da muss doch jetzt mal einer reinfallen. War heute klar, dass der irgendwann kommen wird, dass heute irgendwann das Tor fällt? Oder kommt da irgendwann auch so ein Gedanke, ah, klappt das heute wieder nicht? Also man muss vorsichtig sein. Ich glaube, erste Halbzeit hätten wir schon einen machen können, beziehungsweise fast müssen. So. Und wir hatten dann Glück, dass wir dran geblieben sind und zweite Halbzeit einen machen. Aber eigentlich muss man bei den Chancen... die wir schon hatten, erste Halbzeit meiner Meinung nach schon einen machen. Weil man weiß nie, ob man noch so viele bekommt. Nach der Halbzeit kam Braunschweig gut raus, haben mehr Druck gemacht so. Und da haben wir uns halt wieder befreit. Aber wenn wir schon mit 1 in die Halbzeit gehen, sieht es dann auch nochmal anders aus. Ne? Ist das der Dosenlöser, den es jetzt gebraucht hat? Der Dosenöffner, Entschuldigung. Ich hoffe, nein. Wir haben viel besprochen. Ich fand, wir haben auch wenn ich jetzt die letzten Spiele als Zuschauer beobachtet habe, haben wir auch nicht jetzt alles verkehrt gemacht. Und ich glaube, das ist einfach ein Prozess. Und heute haben wir uns dafür belohnt und das ist super. Und das werden wir nächste Woche wieder versuchen. Vielen Dank. Schumi, Glückwunsch. 1:0, sehr wichtig heute. Und dann der Schumacher mit dem Kopf. Das ist eher ungewöhnlich, oder? Ja, Zufälle gibt's. Aber ich bin überglücklich darüber, dass es irgendwann mal auch mal zustande gekommen ist, dass ich mit dem Kopf getroffen habe. Aber das ist komplette Nebensache. Bin ich ehrlich, wichtig waren heute diese 3 Punkte für die Mannschaft, für den Verein. Das war entscheidend und ja. Ihr seid heute ins Spiel gegangen, wo du von vornherein irgendwie einen ganz anderen Eindruck hattest als auf der Tribüne, als gegen Kaiserslautern. Was ist in der Woche anders gewesen oder wie habt ihr euch heute zu so einer Leistung pushen können? Puh, schwierig zu sagen. Also ich glaube, wir haben sehr, sehr viel gesprochen jetzt in den letzten Wochen. Und ich glaube, jetzt so langsam ist es vielleicht auch bei dem einen oder anderen auch angekommen, wo in welcher Situation wir stecken. Aber ich glaube, wir haben heute eine Mannschaft auf dem Platz gesehen und das müssen wir jetzt einfach nur bestätigen, wirklich, und das für Woche abliefern einfach. Wie wichtig waren jetzt auch nochmal die Fans? Man spricht immer von der Wucht, die es in die eine Richtung und in die andere Richtung ausschlagen kann. Letzte Woche war es eher so ein bisschen negativ und Push und heute endlich mal wieder feiern. Ja, wir brauchen sie. Also sie sind unsere Unterstützung, sie sind unser 12. Mann. In jeder Hinsicht hat man heute auch schon wieder gesehen, was sie hier abgebrannt haben. Ich glaube, dass letzte Woche können wir abhaken. Ich weiß, dass wir auf die immer zählen können. Sie sind überall dabei, fahren mit Tausenden von Leuten, fahren sie zu Auswärtsspielen, egal wohin. Und dafür sind wir sehr dankbar und jetzt konnten wir es einigermaßen, sag ich mal, heute zurückzahlen. Kleines Geschenk für dich, aber wirklich ein ganz kleines, ein kleines Polaroid. Mit feiernder Kurve im Hintergrund. Ja, vielen Dank, das freut mich. Gerne. Du kriegst ein anderes Geschenk später.